Denken wir, das Spiel ist schon vorbei, weil wir müssen ja nur noch einen Punkt machen. Und leider ist es im Volleyball so, dass das Spiel erst beendet ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, und den haben die ersten zwei Bälle nicht gemacht und dann kommt so ein bisschen die Panik auf und dann willst du unbedingt den dritten machen, den machst du auch nicht. Und dann kriegt deine Psyche einen kleinen Knacks und das sieht man dann auch in den Sätzen danach. Immer wenn es eng wird, haben wir ein bisschen zurückgezogen, haben wir nicht mehr den Mut gehabt, wirklich drauf zu gehen. Und Reichtop hat verdient gewonnen. Musst du einfach einfache Bälle vernünftig spielen. Ja? So, und wenn du das nicht schaffst, dann hast du ein Problem. Ja? Und das haben wir ja schon im ersten Satz, da waren wir auch weiter vorne. Und dann, wenn du am Ende vom Satz zwei, drei gute Matchbälle hast mit guter Annahme, dann haben wir immer irgendwelche Ball. Wir haben aus dem K1 gut gespielt. Wenn die Annahme gut war, wenn die Annahme schlecht war, waren wir nicht in der Lage, den Ball tot zu machen. Basta, so was, ja. Spiel 2, ein Punkt, das ist noch nicht ganz so viel, ne? Und naja, wir haben jetzt noch ein paar Spiele vor uns und hoffentlich können wir uns steigern und unser Selbstvertrauen irgendwie wiederfinden, damit wir auch die engen Dinge dann am Schluss gewinnen.